Chef, wie sieht der? Mahlzeit. 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 Dann meine Kröte. Hallo. Kleine, das gut. Weißt du was, meine Kröte? Mal gleich zum Anfang, was ich dir erzählen wollte. Nicht sag mal, Lingo. Weißt du was? Hilfe. Jetzt hier mal sagen, was denn Hilfe? Ich hab eine Weltidee für deine Säge. Weißt du was hier? Mach 3, mach 4, mach 5 und so weiter. Das ganze Programm hatten wir doch letztes Mal, nimm mal einen Ingo. Mit den 5 Klingen, ne? Hast du dir mal überlegt, dass du 5-mal eine Säge nebeneinander baust? Dann kannst du doch immer sagen, in 5-mal so wenig Zeit, dass alle sägen. Dann kannst du früher Feierabend machen, dann bist du mal weiter eher hier, ne? Dann hätte ich schon mittags Feierabend. Dann hättest du mittags Feierabend. Dann könnte vor dir wieder weggehen, damit ich dich nicht ertragen muss. Dann kannst du auch schon viel früher die Klappe halten, wenn er schon mittags Feierabend hat. Dann kann er auch abends frühstücken. Du nimmst das nicht ernst, was ich sage, habe ich manchmal den Eindruck. Habe ich eigentlich schon das Geräusch gemacht? Das weiß ich doch nicht. Es verwirrt mich. Das ist ein Geräusch. Also. Oh. So, mein Ingo, ich wollte dich mal was fragen, ne? Du hast doch auch mal eine Wurst über oder so, ne? Über? Über jetzt mal, ne? Wie eine also nicht, dass die dir selber persönlich über ist, das ist mir sowieso klar, wenn man da jeden Tag mal sagen, die Verfettung, in der, die sich ja mal sagen, auch mit der Luft vermengt, als Verperlung erträgt, dann macht man wahrscheinlich selber gar keine Wurst mehr essen. Aber ich meine, ob du mal eine über hast abends. Eine fertige Wurst. Jetzt mal sagen, die kann schon... Man sagen, am Rande des überschrittenen Haltbarkeits dort um sein, aber noch verzehrbar für ein Tier. Hast du sowas für mich übrig, ja oder nein? Bist du mein Freund? Du meinst jetzt oder wie? Jetzt habe ich keine. Kann ich morgen holen oder so. Ich brauche dringend 1, 2, 3 Würste, mir sorgen. Als jetzt brauche ich halt. Die brauchst du? Ich brauche das. Als was? Was anderes, oder wie? Als mir sorgen, als Benzin, wenn du so willst. Als Naturbenzin für Naturmode. Für Mode jetzt. Mode. Was? Mode. Ein Motor, oder Naturbenzin wie? Für Naturmode. Du willst Benzin daraus machen, aus einer Wurst? Na, ich will Naturmode damit füttern, damit er sich bewegt. Es ist ja das Gleiche, ob du jetzt ein Auto, mir sorgen, super reinkippst oder du nimmst was anderes. Und gibst das in eine Natur, sagen wir mal einen Hund jetzt, in dem Fall. Ne? Du willst einen Hund füttern. Ich will jetzt mal sorgen, einen Hund füttern. Ja, das kannst du auch, sag doch einfach, ich will einen Hund füttern, anstatt dass du mit einem Motor irgendwas ankommst. Sag doch, ich will einen Hund füttern. Es ist aber einer mehr. Es ist nicht einfach nur, der Hund muss ja was tun dafür. Es ist ja praktisch der Motor von meinem Karussell. Von deinem Karussell. Ich baue doch jetzt ein Karussell. Ich mach doch von mir, von der Haustür jetzt, war doch Nikolaus, ne? Nikolaus war doch jetzt, ne? Ja. Nikolaus jetzt. Ja. Mittwoch war doch Nikolaus. Ja. Und da hab ich jetzt mal sagen, die Idee gehabt, einen kleinen Markt zu machen. Mal sagen, eigenen Weihnachtsmarkt. Jetzt vor der Tür habe ich ein paar Sachen ausprobiert, was ich da anbiete. Kleine Stände und so weiter. Jetzt mal sagen. Du selber willst einen Markt machen. Einen kleinen Markt vor der Tür. Ditches Nikolausmarkt oder was? Der heißt einfach nur, weiß ich nicht, wie der heißt. Das sieht man ja schon von der Verperlung, von den Lampen und so, ne? Weiß ich nicht, wie macht der wohl heißen? Was, ne? Soll denn da alles sein? Ein Karussell? Drei Sachen, wo ich wollte, drei Fahrgeschäfte, also erstmal ein Fahrgeschäft wollte ich machen. Habe ich auch schon ausprobiert, in der Wohnung schon mal testweise, ob das überhaupt vom Prinzip funktioniert. Dann wollte ich mir so einen kleinen Kunsthandwerk-Shop machen. Mal mit so kleinen noch am Tisch da mal was aufbauen, was ich so gebastelt habe aus Kronkorken und so. Habe ich so kleine, so eine Krippe gebaut und so. Und aus der alten Zigarettenschachtel, mir sorgen schön. Bisschen mit Holzwolle rein, dass das Christuskind da drin liegt, das habe ich geschnitzt und so. Aber das ist gar nicht wichtig. Das Wichtigste, was wirklich die Kohle reinbringt, das ist, muss sagen, das Karussell. Und das habe ich auch mit Naturmode. Mit Naturmode. Und da ist also, hast du einen Dackel oder was, der das in Schwung bringen soll? Ein Bodenhund. Was? Ein Bodenhund. Bodenhund. Es sind diese flacheren Tiere, die in der Mitte durchhängen.
Weißt du, die Huschpubis-Hunde? Ein Dackel oder was? Na, die Huschpubis-Hunde. Haschpabbi heißt das. Huschpubi? Nee, Haschpabbi. Das sind die Schuhe. Also die Hunde ist früher in Schuhe gemacht worden, weil die so bequem sind. Und die sehen ja auch bequem aus schon. Wenn der Hund ankommt, sieht er bequem aus. Wo kriegst du den denn her? Jensen, sein Bruder, hat so einen. Ich hab mir den mal ausgeliehen. Du hast den Hund ausgeliehen? Ich wollte erst mal testweise, ob er es bringt. Ich habe bei unten einen Keller. Weißt du, wie ich mein Karussell gebaut habe? Ich habe bei Kager im Keller, habe ich doch den hier, der hat doch seine Sommersachen da unten untergestellt. Jetzt muss ich sorgen von den Schirm, den Fuß und den Schirm selber und so weiter. Und deshalb habe ich erstmal bei mir eine Wohnung geschaffen und dann ausprobiert. Aus Kager sein Keller? Ich gebe ihm das so wieder. Ach, willst du wieder Ärger kriegen mit ihm oder was? Ist das wieder soweit? Willst du wieder Stress haben oder was? Warum meinst du denn das? Ich muss erst mal Geld verdienen. Ja, vielleicht fragst du ihn erst mal, bevor du ihm die Sachen ausgekennst. Ich überrasche ihn damit. Der weiß ja gar nicht, zu was für Wunderdingen seine Gegenstände in der Lage zu sein haben können. Ja, aber wenn er das vorher nicht weiß... Aber weißt du was, mein Ingo, das ist eine Weltidee, ist das. Wenn du den nimmst, diesen dicken Fuß, ne? Den dicken Fuß jetzt, von wie heißt denn das? Ich komme immer nicht auf Sonnenschirm, oder? Sonnenschirm was? Ist das ja. Wort. So, das sag ich doch Sonnenschirm. Und wenn du den dann da reinsteckst, den Sonnenschirm machst du auf, dann kommen dann noch irgendwelche Kerzen da an, Pinnen oder sowas, dass das ein bisschen funkelt. Und dann, ich habe das schon ausprobiert, da habe ich mein Bügelbrett genommen, dann habe ich unten die Ständer abgeschraubt, dann hatte ich das reine Brett. Das reine Brett. Das hab ich hinten besorgen mit einem Benzel um den Sonnenschirmständer rumgemacht, dass das Brett so sich so... Und am Außenende, da kommt jetzt der Bodenhund ran. Und wer soll da drauf sitzen am Ende? Wenn Kinder. Die sitzen auf dem Dackel? Nein, auf dem Brett. Das ist eine Weltidee. Das ist eine dritte Weltidee. Wie hält er sich denn in der Luft überhaupt, das Ding? Der Dackel? Nein. Der Dackel soll doch nicht fliegen, der soll laufen. Das ist ein Boden, mein Ingo. Wie dein Brett sich in der Luft hält. Es ist doch verankert an der Achse von den Halterung. Mit einem Benzel? Ja, mit einem Benzel rum und dann noch mit Musagen. Ich habe danach so eine Schöpfkette gebogen, dass das aus Metall, das ist noch nicht ausgereift. Aber ich bin auf dem Weg. Dass es geht, vom Prinzip geht das. Nur der Hund will sich nicht bewegen. Es ist ein Bodenhund, der unten sorgen sehr stark auftropft. Er tropft auf. Auftropft. Der Huschpubis. Das Problem, Ditsche, dabei ist sowieso, ich will dich auch jetzt nicht enttäuschen, ne? Aber wenn du da deine ganze Klöderbude aufbaust vor der Tür, dann kannst du mal deine Eieruhr stellen und dann ist Ordnungsamt steht da und fragt dich, ob du eine Genehmigung hast dafür. Und dann sagst du hier... Dann sag ich, das ist von Weihnachten her. Ja. Da sagen sie mir aber mal eine Zeit, wo man, sagen wir mal, eine Zeit von der Liebe her gesehen jetzt, wo da sollen sie mir das mal verbieten. Ich sag, ich mache ja Freude für die Leute. Ja, das ist denen doch egal. Die machen dir so schnell deine Lampe aus, so schnell kannst du gar nicht den Bademantel ausziehen. Das sieht doch nicht aus, viel zu kalt. Ich dachte jedenfalls, dass ich, weil der Hund nicht laufen will, ich habe das ja bei mir in der Wohnung versucht. Der ist so keinen Meter gegangen, ich habe den ja hochgetragen. Und dann habe ich ihn nur hingesetzt und ihn verbunden mit dem Bügelbrett. Ich sage, nur lauf, 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 lauf. Ja, der ist faul da halt, ne? So, der tut gar nichts, der hat mir das so doof angeguckt. Mhm. Jetzt habe ich gedacht, ich nehme mir Sorgen irgendwie einen Stock und hänge dann eine Wurst an. Und wenn jetzt ein Kind kommt, das schon mit der Karussell fahren will, dann halte ich ihm von hinten eine Wurst vor die Schnauze und dann läuft er los. Weißt du, wie beim Hunderennen. Ach, wie mit so einer Mohrrübe vor der Nase. Du, was immer. Der Hund ist doch keine Mohrrübe. Mach mir mal bitte ein Bier. Ja, du kannst auch bitte sagen vielleicht. Ich hab doch bitte gesagt. Wo denn? Mach mir mal bitte ein Bier, hab ich gesagt. Ja, das ist aber untergegangen. Ich habe das... Ja, untergegangen ist der Titanic. Ja, Titanic. Ich hab das Wort bitte, hab ich doch mit einfließen lassen, ja. Nachdem du das Wort, das Zauberwort Bier nicht als solches... Ich muss mal bestätigen. So, bitte, bitte. Außerdem gib das jetzt sofort her. Du hast was gut zu machen. Ich kann jetzt einmal den Satz sagen, dass das... Nee, jetzt immer mal mit der Ruhe. Immer mal mit der Ruhe. Du bist jetzt schon wieder so aufgeregt. Nachher pütscherst du wieder über. Das kenne ich schon. Doch, jetzt gibt's erstmal noch eine Serviette rum. Jetzt hast du mir das wieder ausgeredet mit dem Markt. Ich muss aber bis kurz vor Weihnachten Geld zusammen, um den Schaden zu bezahlen. Wo soll ich das denn überhaupt hernehmen? Dann muss ich jetzt da an was anderes was machen auf dem Markt. Ich kann da als Wahrsager da auftreten. Das gibt's auch auf dem Weihnachtsmarkt. Was für einen Schaden musst du denn bezahlen jetzt? Von deinem Brand in der Bude, oder was? Nee, das ist so wohl, das ist so, der Russe ist ja auch zweifelhaft, der da wohnt.
Da ist so erstmal gar nichts weiter passiert. Da ist nichts gewesen, oder was? Der hat sich auch nicht beschwert bei dir? Der ist im Moment nicht da. Aha. Und was für einen Schaden hast du jetzt? Was für ein Schaden soll das sein? Ich wollte was gut machen. Bekerger, das war doch, hängt doch schon eine Weile der Haussegen schief, weil ich doch mal mit, er war ja der Meinung, er hätte mich mit seiner Frau in Flagranti ertappt, war aber gar nicht. Wir haben doch nur Bademode probiert. Bademode probiert. Das heißt, ich hab das nur begutachtet, ich hab auch gar nichts weiter gemacht, ich stand nur hinterm Vorhang. Das ist auch völlig egal, gib mal her. Nun warte mal ab, immer mit der Ruhe. Du musst dir das mal vorstellen, ich wollte alles wieder gut machen, das ist an Nikolaus jetzt, ne? Nikolaus jetzt. Ja. Ich hab ihm besorgen, wie das ja so brauche. Ich habe meine Schumiletten vor die Tür gestellt, ne? Da war schon mal nix drin. Das nee, war da ja schon mal ein Zeichen, dass er nicht gut auf mich zu sprengen, ne? Ach, soll er dir was in die, soll er dir was in den Stiefel reintun, ich oder? Ich hab was? Das ja vor seine Tür gestellt. Das glaubst du doch selber nicht, dass er dir da was reintut. Der hat doch so einen Hals auf dich. Das glaubst du doch nicht in Ernst, wenn du da diese, und dann auch noch die alte Käselatsche da. Na, herzlichen Dank. Da tut doch keiner was rein, sag mal. Er tut doch gerade so, als wenn ich der Liebesriese bin oder so. Was für von Ding? Michelle da. Liebesriese. Sie ist doch wieder mit dem Liebesriese zusammen. Doch hat das gezopft vorher und hin und her. Ich bin doch ein ganz harmloser Mensch. Er kann doch einmal die Kirche im Dorf lassen langsam. Da muss ich mir die Schumiletten aus dem Hausgang überall zusammensammeln, weil er die da irgendwo hingeworfen hat. Aber ich wollte ihn überraschen, weil man ja mal sagen, nicht Gleiches mit Gleichen vergelten soll. Ich hab ja jetzt ihn überrascht mit Marzipankartoffeln, aber er wollte sie nicht annehmen. Ja, das würde ich aber an mir an seiner Stelle auch mal deutlich überlegen. Wenn du, mit Lebensmitteln ankommst, dann ist sowieso immer irgendwas faul. Dann hast du irgendwie, hast du Bier selber gemacht aus irgendwie, aus einem Regenwasser oder was weiß ich. Und oder, das war bestimmt kein Marzipan, habe ich recht? Du bist nicht in den Laden gegangen und hast Marzipan gekauft. Ich hab die selber gemacht. Ja, sie, ach ja. Ich hab sie ummandelt. Ich hab sie ummandelt. Es war eine reine Ummandelung. Das ist eine Weltidee für deinen Laden als Kleine, muss sagen, als Extra auf dem Tresen auf. Weißt du, wie ich das gemacht habe, mein Ingo? Weißt du wie? Giovanni hat mir so einen Sack mit echten Kartoffeln gegeben, ne? Hat er noch über, die waren Böschen schon mit den Keime und so weiter. Und die habe ich erstmal schön vorher rausgeschnibbelt mit einem Schraubenzieher. Kann man, hast du mal eine Kartoffel mit einem Schraubenzieher, wenn du den Böschen schräg hältst und dann so drehst, dann geht der Keim in einen raus. Manchmal geht das auch schief, dann geht der Schraubenzieher ganz durch die Kartoffel durch. Oder das ist egal, das kann man dann wieder zumachen. Dann. Und dann habe ich dieselbe ummandelt. Wo kommst du? Das musst du mal machen, eine Badewanne ummandelt. Ich habe ein Marzipanbad angefertigt. Moment mal. Marzipanbad ist das Stichwort jetzt. Du hast die es ist eine normale Kartoffel. Marzipankartoffel in groß. Aber das ist doch kein Marzipan dann in der Mitte. Das bleibt doch immer noch Kartoffel. Ja, eine Goldmünze ist doch auch nicht ganz aus Gold. Die ist doch nur vergoldet. Quatsch, du. Was hast du da Schokolade bei gemacht oder was? Rum gemacht? Ich hab Marzipanbrote gekauft. Gab's im Angebot bei Lidl. Und dann? Ja, und dann habe ich einen Marzipanbrot in den Topfenböschen erstmal warm gemacht. Und in der Badewanne habe ich jetzt, muss sagen, habe ich ein Netz. Ich hatte noch so ein Netz. Also das war mal ein Unterhemd, aber es ist jetzt ein Netz. Das habe ich aufgeschnitten, das habe ich da reingelegt. Dann habe ich hier Kartoffeln da aufgelegt und muss sagen, ein Wasserbad angefertigt in der Badewanne, was die Kartoffel gerade bedeckt. Dann habe ich da ein bisschen Nesquik eingerührt, dass das schon mal ein bisschen eine Farbe hat. Und dann die Marzipanbrote erhitzt auf dem Herd, das kannst du auch mal machen. Und da rübergekippt und dann mit dem Tauch sieht er schön an, das warm und muggelig gemacht. Und wenn man dann ablässt, nach 10 Minuten ziehst du den Stöpsel raus, mein Engel. Das ist also eine Weltidee. Dann läuft das langsam da raus in Ausguss und die Marzipankartoffel oder die vermarzipanierte Kartoffel, die vermarzipanierte Kartoffel bleibt über. Und nicht nur eine, das sag ich dir, das waren nur so 20, 30 Stück, ne? Wer soll das essen? Der Kerger natürlich. Wer wenn soll er das schon geschenkt kriegt, an Geschenken, Gau, guck mir nicht ins Maul. Ne? Die hab ich dann in so einen Beutel, in so einen Sack. Aber ich will dir was sagen, mein Ingo, ganz ehrlich, ne? Er hat sie nicht angenommen, gar nicht, weil sie ihm vielleicht nicht schmecken, so eine vermarzipanierte Kartoffel, sondern die Art, wie ich es überbracht habe, war nicht nach seinem Gusto. Ach, was hast du da denn gemacht?
Was hast du denn da gemacht? Ich hab ihn das gebissen. Es soll eine Überraschung sein. Was Überraschung? Nikolaus ist das Stichwort. Stiefel oder wie? Hat er auch einen Stiefel? Nikolaus. Hat er auch einen Stiefel gehabt? Viel besser. Nikolaus jetzt. Weiß ich nicht. Es war eine gewagte Idee, das gebe ich dir zu. Ja, was denn jetzt? Wo oben auf dem Dach auf, ne? Man kann da oben, ich hab das neulich mal gesehen, als ich ein bisschen gestöbert hab, was da oben auf dem Dach so los ist, ne? Da liegen ja auch tote Mäuse und sowas rum, ne? Du hast das nicht durch den Schornstein runtergepfeffert, die Dinger, oder was? Hast du die da reingeworfen, oder wie? Den Sack jetzt. Deine komischen Eier, die du da gebaut hast? Ich hab den Sack wie ein richtiger, echter Nikolaus oben in den Schornstein reingeworfen und es ist bei ihm durchgerauscht bis runter. Und dann ist es ja, es ist ja so, der Kamin ist ja noch an und für sich da, ne? Und eine Verrohrung mit und so weiter, das habe ich aber nicht bedacht, dass so natürlich einiges wahrscheinlich da drin sich löst oder so, ne? Auf jeden Fall ist es so raufgeplatzt und dann ist es so alles schwarz geworden. Mm. Also in der Ecke nur, es ist so nicht so weiter wild. Dann habe ich noch geklingelt und wollte sagen, na Herr Korger, das jetzt, lass uns mal wieder Freunde sein. Na, haben Sie mal, probieren Sie mal das schön vermanierten Kartoffeln, hat aber nicht. Hat er gleich Alarm für Cobra 11. Ja, der. Dann hat er gesagt, ich muss bis Weihnachten wieder feiern. Ne? Und bis Weihnachten muss die Bude renoviert sein. Und das ist ihm egal, wie ich das mache, sonst kann ich was erleben. Das und hätte ich auch gesagt an ihn seiner Stelle. Jetzt, an ihn sein, ne? Ja. Ihn sein jetzt. Ja. Hätte ich auch gemacht. Dabei habe ich noch zu Ihnen, deswegen habe ich mir den Markt das jetzt machen wollen, damit ich da ein bisschen Geld reinkriege, auf die Schnelle jetzt, ne? Dann hat er noch, weißt du was, er hat gesagt, ich war patzig. Dabei war ich gar nicht patzig, ich habe nur gesagt, Herr Kager, da möchte ich bin ein Herr, jetzt möchte ich mal bitte auch, dass Sie da bitte mal sich in ein Wort wollen, nicht weiter vergreifen. Bis dahin und nicht weiter, ich habe mich dann auch mal gerade gemacht, so ist es nun auch nicht. Gesagt, nur in der Suppe einmal gut. Das kann ja alles sein, da ist das doch eben ein bisschen dreckig. Dann habe ich ja auch noch versucht, das abzuwaschen. Das ist aber dann noch weiter auf die Tapete geperlt. Das war nicht. Das war vielleicht die Idee, war nicht so gut, aber ich war ein bisschen verwehrt in dem Moment. Dann habe ich noch zu Ihnen gesagt, dann passen Sie mal schön auf, dafür habe ich Ihnen umsonst den Kamin gereinigt. Dann möchte ich von Ihnen gleich mal noch eine schöne Gebühr bekommen. Ja, da kannst du gleich noch den Schornsteinfeger kannst du noch abkassieren, was der sonst nimmt normal dafür. Ne? Das kriegst du dann jetzt von ihm, ne? Oder was? Gibt's doch gar nicht. Hallo Jens. Ach Jens. Oh, Papa, hi. Ach, mein Sohn, Mann. Moin. Ja. Moin. Geil, das ist gut. Wie ist das? Alles gut. Mahlzeit. Na? Was möchtest du denn, Jens? Ich glaube, ein Schweineschnitzel und ein Gurkensalat und ein Bier. Schnitzel und Gurkensalat? Schweineschnitzel, Gurkensalat. Mitnehmen oder was? Jo. Ja, mach ich dir. Weißt du, was ich glaube? Ich glaube, dass er das mit einer M5-Klinge durchgeschnitten hat. Das habe ich ihm letztes Mal den Tipp gegeben, er soll das jetzt, weil es gibt ja jetzt M5, ne? Dass er doch mit dem Gurkensalat durchschneidet. Oh, der schafft auch nicht was weg. Schafft er nicht, ne? Wieso ist doch eigentlich überhaupt schon wieder eine Servettebar? Ich will kein Serviettenbier haben. Ja, wenn du mal aufhörst, damit rumzukleckern, dann gibt's auch ein normales Bier wieder. Aber das muss ja erst mal erfunden werden bei dir. Muss erfunden werden jetzt, ne? So, mal Ingo, sag ich schon. Ich bin schon ganz durcheinander. Ich habe immer so ein Pech mit meinen Sachen, ne? Hier so mein Jens. Weißt du was? Jetzt hier er, ne? Er ist so eine Kröte auch, ne? Also, weißt du, sie haben doch in Algerien hat eine Langustenfamilie gefunden. Eine Menschenfamilie hat eine Langustenfamilie gefunden. Das ist die älteste Langustenfamilie der Welt. Und da sagen sie, das kann man dann drin messen. 1 Gramm von denen, nee, 100 Gramm ist 1 Jahr von der Langustenfamilie. Wie alt ist jetzt? Das wollte ich wissen, weil du bist ja der Sohn. Er ist ja auch an und für sich als Krötentier, spielt ja auch halb Mensch, halb Tier. Oder man sagt, was er weiß nicht, was er liebt. Aber vielleicht kann man das da ausschließen. Ne? Die Languste ist 67 Jahre alt. Was? Das gibt's doch gar nicht, so eine alte. Das ist ja gerade das Wunder, wenn das nicht so wäre, würde es ja nicht in der Zeitung drin stehen. Also die Kröten werden ja alt. Wird er alt, ne? Er wird sehr alt, ne? Ich erb nix. Hey. Du erbst gar nichts, ne? Der wird älter als ich. Aber was gibt's denn doch zu erben? Sägespinnen oder was?
Bretter. Bretter, ne? Bretter. Bretter, ne? Ja. Und du bist ein bisschen leiser, du darfst das nicht hören, ne? Du hast ein Brett vorm Kopf. Ich hab kein Brett vorm Kopf, verstehe mich überhaupt nicht. Das ist mal hier. Danke. Der gibt's nichts. Nee, das ist nicht da. Was denn? Das ist für Jens. Das ist für Jens. So, er ist gut jetzt hier. Wo habe ich denn den Teller hingetragen? Du bist auch durcheinander, ne? Kann ich noch mal ein Bier haben, sonst kann ich gar nicht weiterreden. Boah, wenn ich das Zauberwort höre, dann kriegst du vielleicht auch noch ein Bier. Zauberwort. Ja, Zauberwort. Zauberwort. Ja, Zauberwort. Du hast gesagt, wenn ich das Zauberwort höre, habe ich jetzt schon zweimal gesagt. Kannst du mal überlegen, was für ein Zauberwort gemeint ist erstmal? Ne? Das sind glatte Sechs. Glatte Sechs, ne? Bitte. Bitte. Kann ich, das macht das mal ich eben. Ich hole mir das eben selber. Du holst hier gar nichts selber. Ich kann mir das doch rausholen. Das ist doch, bleibt mir doch unten. Du bleibst da hinten und holst sie hier gar nicht. Ich kann das doch machen. Ich kann mir doch ein Bier rausholen. Wo ist denn das Problem? Sag mal, es kann doch wohl nicht wahr sein. Bist irgendwie ein bisschen. Ich bin durcheinander bisschen jetzt. Du siehst auf Krawall aus, ne? Oder was? Ich muss bis vor Weihnachten muss ich Geld für eine Renovierung zusammenkriegen. Dann muss mir Schildkröte eben helfen, wenn du mir nicht hilfst. Ja. Er will mir noch nicht mal eine Wurst geben für einen Horn, für einen Naturmoder beim Karussell. Chris, 14 Retour, ne? Danke. Bitte. Hier weißt du, wer ist mein Engel? Tschüss. Tschüss. Tschüss, Jens, ne? Tschüss. Mach das gut. Bleib sauber. Gib mir bitte. Ich bring mir das Pärchen nicht über. Jetzt gib nix. Das wieder her. Nix. Du spielst mal Sorgen mit meiner Begeisterung für das Bier. Du willst sie hinauskitzeln. Oh, jetzt krieg ich den Finger nicht mehr raus. Du hast so echt so eine engere Flasche gekauft. Das ganz bestimmt, du. Ganz bestimmt. So, mein Ingo, weißt du was? Ich wollte immer was fragen. Kann man einen Hummer dressieren? Man kann doch an und für sich jedes Tier dressieren, so ziemlich jedes, muss ich sagen, ne? Vielleicht ist nicht gerade ein Krokodil oder so. War doch jetzt ein Zirkus Renz, war doch ein Krokodil, das war doch da auch in der Schau drinne. Und da haben sie sich wohl zu stark in Sicherheit gewiegt, dass das Krokodil alles mitmacht, die ganzen Scherze und so nach Musiktanz oder sowas. Und dann hat er doch den Renz, heißt er, Zirkus Renz ist das Stichwort, hat den noch den Finger abgebissen, das Krokodil. Ne? Deswegen würde ich sagen, Krokodil kann man jetzt nicht gleich so. Aber sonst kann man doch fast jedes Tier dressieren, oder? Hummer. Also Plankton kann man vielleicht nicht dressieren. Was soll er denn? Austern kann man dressieren zum Beispiel. Jo, was sollen die denn machen? Applaudieren oder was? Ja, ist doch eine gute Idee. Jo, wie beim Hund, wenn du sagst Sitz, Platz, kann man doch machen bei ihnen auf, zu. Wenn er aussah, ne? Zum Beispiel. Es ist die Frage, ob das jemanden interessiert, aber es ist ja nur von Prinzip jetzt. Und Hummer, so, was soll der? Männchen machen oder was? Der Hummer jetzt? Ja. Der könnte doch zum Beispiel auf meinem Jahrmarkt mit mir tätig sein. Ich suche noch nach einer Lösung, verstehst du das gar nicht? Bei Lidl gibt es nämlich jetzt einen ganzen Hummer, einen Nice-Block drin, für 6,99. Der ist doch tot, den kannst du nicht mehr dressieren. Der ist doch nicht tot, der lebt doch, der ist doch komplett eingefroren. Der lebt doch nicht in Eis, Ditsche. Der kann doch in Eis nicht weiterleben. Das muss er doch gar nicht, er ist doch, mal sagen, in eine schlafende Position verbracht. Nee, der ist in eine tote Position. Das ist überhaupt nicht wahr, was will ich denn? Ich weiß, das weiß ich doch selber, dass man im Restaurant zum Beispiel einen Hummer, der ist doch immer lebend, wenn man den ins Wasser wirft. Ja, im Restaurant, aber nicht im Supermarkt, wenn du den aus der Tiefkühle rausholst. Er ist mit Absicht tiefgekühlt, weil er noch lebt. Er ist, muss sagen, in einen anderen Aggregaturzustand reinversetzt worden. Du denkst immer, dass die Sachen noch lieben, wenn sie eingefroren werden. Das nicht unbedingt. Basilikum zum Beispiel, ne. Hä? Basilikum? Basilikum. Ist eingefroren... Gibt es. In so einem Karton drin, habe ich mal gesehen. Und das ist dann tot, oder was? Das ist tot. Und alles andere lebt aber, wenn man das erwartet. Erbsen vielleicht auch nicht mehr. Die sind ja vom Baum ab. Da haben sie keine Verbindung mehr zur Lebensader. Aber der Hummer jetzt, muss sagen, er lebt. Doch kannst du mir überhaupt nichts erzählen, sonst würde man den nicht im ganzen Block kaufen. Wer schleppt denn sowas nach Hause, wenn er nicht davon was hätte? Dann können sie ihn auch klein schneiden und können da irgendwelche Happy Feet Nuggets draus machen, wie bei der komischen Fische oder weil was. Der frisch ist. Der so. Ist frisch jetzt, ne? So ist er am frischesten, wenn er in Eis drin ist. Wenn er lebendig bleibt und wird tiefgefroren und im Block. Und ich will den haben für das Geld und dann dressiere ich den.
Und weißt du, was ich dachte mir? Nämlich wollte ich einfach nur fragen, ob du der Meinung bist, dass man einen Hummer dressieren kann. Mir vielleicht alles Weitere kannst du bitte schön mir meiner Fachmeinung überlassen. Möchtest du das wissen? Soll ich dir eine Antwort haben? Sag mir das bitte, kann ich den dressieren, bitte? Nein. Ich mach das aber. Ja, gut. Da wirst du mich nicht von abhalten. Und ich will dir was sagen. Das möchte ich sehen. Wenn hier um die Ecke alle sagen, oh, was, wo laufen sie denn alle hin? Ist das Christkind schon da? Nein, sagen sie, es ist der Ditchmeister mit seinem schönen kleinen Hundekarussell und mit seinem Hummer. Weißt du, was ich mit den Hummern nämlich mache? Weißt du was? Ich habe mich auf dem Hamburger Dom gesehen, da gibt es doch Scherenschnitt, ne? Scherenschnitt ist das Stichwort. Scherenschnitt, ja. Das macht er für dich, oder was, ne? Er reicht dir die Eintrittskarten ab. Nein, ja, genau. Er macht einen Scherenschnitt. Dann mache ich einen ganz kleinen Verschlag. Und dann nehme ich, muss sagen, hier von Giovanni, der hat doch auch diese Rolle, wenn er so, weißt du, mit den Blumen schon einwickeln und so. Da ziehe ich einfach das und dann mache ich darüber rüber, klebe ich das mit Tese und dann können, wer einen Scherenschnitt haben möchte, stellt sich doch hin mit der Lampe und dann wirft es schon den Schatten da auf. Das wirft den Schatten. Und dann träufel ich doch was auf die Umrisse, was der Hummer gerne hat. Und dann sag ich so, mein Putschi, komm, mein Putschi, Putschi, Putschi. Und dann geht er mit den beiden Scheren und dann schnibbelt er doch genau das aus. Und ich stehe nur daneben. Du stehst nur daneben, ich stehe daneben, ne? Und machst hier dicken... Ich mach so ein bisschen so, bitte sehr, bitte sehr. Ich bin nur dann der Hummermeister. Ich komm vorbei. Das gucke ich mir an. Das gucke ich mir an, wenn dein Hummer die Leute mit Scherenschnitt ausschneidet. Das mit beide. Da kann er ja zwei Leute auf einmal machen, ne? Oder wie? Nur er fängt unten an und dann der eine mit hinten Haare und die Ohren und der andere Mund und Nase und oben treffen sie. Aber wenn er zwei macht, kriegst du das doppelte Geld in der gleichen Zeit. Da musst du mal drüber nachdenken, wenn du schon hier zwei hast, ne? Ich guck mir das an. Wann machst du die das auf? Das ist eine gute Idee. Wann machst du das auf? Am nächsten Advent oder was? Ich gehe morgen zu Lidl und hol den Hummer. Ich muss den ja bloß auftauen, mehr muss ich nicht machen. Nee. Das heißt ja auch Scherenschnitt, weil das nämlich zwei sind. Sonst müsste das ja Schere-Schnitt heißen. Das ist an und für sich falsch. Wahrscheinlich kommt der Scherenschnitt sowieso von da. Der kommt von Hummer her. Weil der Hummer früher, muss sagen, war in der Zeit, als es noch Piraten gab. War der damals, wo der Hummer war, das Tier, was, muss sagen, die Leute das Ausweisfoto ausgeschnitten hat. Weil der Seemann war ja auf See. Der hatte ja an und für sich gar kein Fotoapparat dabei. Sag mal. Warst du eigentlich mal in Behandlung? Warst du eigentlich mal in Behandlung? Du lachst jetzt, aber mal ganz ehrlich, mein Schildkröte, ich bin in einer verzweifelten Lage. Wärst du an und für sich bereit, mir beim Renovieren zu helfen oder nicht? Ja, was soll ich denn da machen? Ja, alles. Er kann alles. Ja nichts. Halt die Klappe, ich hab Feierabend. Renovieren, ne? Bei Kager, ne? Oh, ne. Das geht auch wieder in die Hose. Da wird der...